Herzlich willkommen beim Elfi Highlight. Im Nothelferkurs lernt man lebensrettende Sofortmassnahmen, um an der Unfallstelle erste Hilfe zu leisten. Wir möchten gerne von den Soloturnerinnen und Soloturnern wissen, wie sie über einen Nothelferkurs denken und wie sie an einer Unfallstelle würden reagieren. Habt ihr den Nothelferkurs gemacht und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Ich war Lehrerin und dort mussten wir Rettungsschwimmen und Nothelferkurs machen, aber schon lange her. Ja, den Nothelferkurs habe ich gemacht, der war zu Biberisch beim Männes. Ja, den Nothelferkurs habe ich gemacht mit 17,5 und 18 wegen der TÜV-Prüfung. Ja, im Rahmen des Führerscheins, ist schon ein bisschen länger her, und dann im Rahmen der Arbeit nochmal, um die Mitarbeiter zu schützen. Ja, ich glaube vor Jahrzehnten im Zusammenhang mit dem Autofahrlehren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe seinerzeit den Nothelferkurs gemacht, weil ich das Permi gemacht habe. Eigentlich. Was habt ihr im Nothelferkurs gelernt? Ich glaube, wie man einen Patienten oder jemanden, der zusammengebrochen ist, richtig lagert. Viele Sachen, die man heutzutage nicht mehr besichtigt. Zum Beispiel, wenn einer Vierer anhat, man fährt Türen, die nichts mehr kümmern, angenommen, wäre es ihm seine Mutter. Wie wäre diese Situation? Gibt er Antwort? Atmet er? Blutet er? Ist er da? Also vor allem die erste Hilfe, quasi die Zeit zu überbrücken, bis dann das Fachpersonal da ist, Ruhe bewahren und auch wie man mit den anderen Beteiligten umgeht. Gelernt hat man dann noch nicht so viel wie heute. Also ganz einfache Sachen, auf Seitenlage und so. Das war ein bisschen einfacher gewesen, glaube ich, als heute. Ja. Also mal wie man, also beim Schwimmen, wie man jemanden muss nehmen oder auch noch ein Watschgel oder so, damit er sich nicht zu fest wehrt. Und im Nothelferkurs, wie man jemanden auf der Strasse hinlegen muss. Und das andere habe ich noch nie gemacht. Eine Beatmung so. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr an eine Unfallsituation herkommt? Ich würde die Handbremse ziehen, gerade rechts anschauen, ob ich ihm behilflich sein kann mit diesem Nothelferkurs. Und würde, wenn es im Notfallsten wäre, den Notarzt noch mit reinziehen? Ich würde erstmal gucken, wer am fähigsten ist, die Kontrolle zu übernehmen. Ich würde gucken, dass man sofort Hilfe ruft und den Opfer oder die Opfer möglichst schnell zu versorgen. Sofort im Notfall anrufen und schauen, dass der Patient richtig gelagert ist. Also ich bin kurz nach dem Nothelferkurs in einer Unfallsituation mit einem TÜV-Fahrer geraten. Und bei dem froh gewesen, habe ich das gemacht, weil ich ihm helfen konnte und unterstützen konnte. Ich konnte Seiten lagern. Und die von der Ambulanz haben mir nachher gesagt, dass sie sehr hilfreich waren. Weil er hat sich selber gar nicht mehr helfen konnte. Das bin ich auch schon gekommen, mal ein paar Swangs drauf. Und es sind zwei Autos gegeneinander gefahren, wo es glitschig war. Und dann haben wir geschaut, dass wir gerade eine Panne drehen können. Es sind auch noch andere Leute gekommen. Und jemand hat telefoniert, gerade im Arzt. Und ja, es ist noch geholfen worden. Ja. Ich kann nicht anfahren, ich bin nur auf den ÖV unterwegs. Es ist so, wenn ich jemanden gesehen liege, gehe ich suchen und schaue, wie ist die Situation. Grundanalyse, anwesend, verletzt, Zustand. Wärt ihr in der Lage, aktuell erste Hilfe zu leisten oder wäre eine Auffrischung von Vorteil? Eine Auffrischung wäre sicher von Vorteil. Bis jetzt noch könnt, im Notfall mit der Anspannung und der Nervosität bin ich nicht sicher. Ich bräuchte definitiv einen Auffrischungskurs. Ich würde eine Auffrischung als sinnvoll erachten, ja. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ich habe seitdem noch nicht mehr. Ich bin auch nicht dazugekommen. Mhm. Ich würde es gerne noch mal behilflich sein, ja. Und die, die es vielleicht vergessen haben oder die machen, die sollen es noch einmal repetieren oder nachholen. Ich fahre seit 25 Jahren im Auto. Und für mich wäre es gut, wieder einmal den Kurs zu machen, aus Interesse und aus Sicherheit. Wie soll ich reagieren? Ich habe es schon ein paar Mal überlegt. Und jetzt, als ich mehr Zeit habe, weil ich pensioniert bin, habe ich eben gedacht, das wäre noch etwas
wieder einmal zu wiederholen, weil wir wissen ja nie mit diesen Geräten, die man jetzt hat für die Herzreaktivierung und so. Das würde mich schon noch interessieren, ja. Das wäre es auch schon wieder gesehen mit dem Elfi Highlight. Auch wenn man nicht mehr jedes Schema oder jede Regel weiss, ist es gleich wichtig, dass man sich der Situation bewusst wird und reagiert. Eine falsche Reaktion wäre, wenn man gar keine Reaktion zeigen würde. Merci vielmals aufs Hineinschauen. Tschüss zusammen.